Es freut mich sehr, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Das ist erstmal ein gutes Zeichen für uns als Linke. Ich habe die Aufgabe, kurz Rück- und Ausblick zu machen, aber nicht so präzise wie morgen früh, wenn dann die eigentliche Arbeit kommt. Ich will noch mal in Erinnerung rufen, warum wir diese Kampagne ins Leben gerufen haben. Wir haben festgestellt, dass sich prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse in der Gesellschaft verfestigen, und zwar völlig unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunktur. Circa 25-30% der Beschäftigten und der Bevölkerung arbeiten und leben in unsicheren Arbeits- und Lebensverhältnissen. Und es hat sich im Großen und Ganzen in den letzten Jahren nicht geändert, weil es eingeschweißt ist in die Betriebs- und Dienstleistungsstruktur der Betriebe. Sie kalkulieren eben von vornherein mit 25% Leiharbeitern, Werkverträglern, befristet Beschäftigten, Mini- und Minijobber und. Wir haben auch damals schon analysiert, dass prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse Ausgrenzung von der sozialen, kulturellen und, wie wir oft auch erfahren mussten, politischen Teilhabe in der Gesellschaft bedeutet. Und wir haben immer gesagt, eine linke Partei kann niemals akzeptieren, dass 25-30% der Bevölkerung von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind. Und wir hatten, genau, los. Und wir hatten damals schon analysiert, dass diese soziale Polarisierung eine große Gefahr in sich trägt, wenn sich die verfestigt, dass das ein Nährboden für rechte, rechtspopulistische und ausländerfeindliche Kräfte bedeuten kann. Leider sind wir bei den Wahlen am 13. März in dieser Einschätzung bestätigt worden. Also ich glaube, wir würden viel zu kurz greifen, wenn wir das nur als einen Ausdruck von rassistischen oder fremdenfeindlichen Positionen begreifen würden, die da aufgegriffen wurden. Das auch. Wir wissen ja schon seit langem, dass 10-15% der Bevölkerung durchaus rassistische und rechtspopulistische, sagen wir mal, Haltungen aufweist, die jetzt auch von der AfD abgegriffen werden. Aber drunter versteckt sich schon auch ein Grummeln über die sozialen Verhältnisse. Du hast einfach diese untere Mittelschicht, die sich ständig und überall bedroht fühlt und Angst hat, nach unten abzusteigen und die natürlich sich nach unten abgrenzt. Das ist die rechte Lösung dieses Problems. Und du hast die, die unten stehen und die praktisch ständig das Gefühl haben, wir können eigentlich machen, was wir wollen, wir können arbeiten, so viel wir wollen, wir kommen da unten nicht raus. Wir sind im Niedriglohn oder wir sind in prekären Verhältnissen oder sind gar erwerbslos und egal, was wir machen, wir bleiben da drin. Die Gesellschaft bietet uns keine sozialen Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Und die beide Gruppen, würde ich mal sagen, haben irgendwie in dieser Situation dann die Schnauze voll und sagen, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht. Und womit wir die anderen am meisten erschrecken, ist, wenn wir rechts wählen. Da erschrecken wir sie alle am meisten. Ist natürlich die völlig falsche und irrsinnigste Lösung, die es gibt, aber sie machen es. Sie machen es eben. Und deswegen müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Die AfD hat praktisch verstanden, diesen sozialen Unmut oder diesen Unmut über die sozialen Verhältnisse mit der Flüchtlingsfrage zu verschränken. Und hat dann quasi gesagt, hier findet quasi eine Bedrohung von außen statt. Aus einem Konflikt, der eigentlich ein Konflikt ist zwischen oben und unten, haben sie einen Konflikt gemacht zwischen draußen und drinnen. Sie haben praktisch die Flüchtlinge als Sündenböcke für die Misere hingestellt. Und haben damit eines aufgegriffen, dass die Erfahrung der Leute ist, der Kuchen wird nicht größer, egal was wir machen. Sie haben kein Vertrauen dran, dass man umverteilen kann. Deswegen ist besser, es essen nicht so viele vom Kuchen mit. Es erschien ihnen irgendwie logischer und leichter,
als dass man denen oben was wegnimmt und den Kuchen größer macht, was quasi unsere Position ist. Ich finde, dass wir trotzdem richtig gehandelt haben, in dieser Situation als Partei klare Kante gegen Rassismus und Rechtspopulismus gezeigt zu haben. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn wir der Versuchung unterliegen würden, irgendwo in diese Art von Gerede einzustimmen, gerade wenn der Rassismus und wenn die Ausländerfeindlichkeit und Flüchtlingsfeindlichkeit größer wird, muss es eine Kraft geben, die sagt, wir machen das nicht mit. Unsere Gegner sind nicht die Flüchtlinge, sondern wir wissen, wo die Gegner stehen. Diese Haltung, oder sagen wir mal so, es gibt gar keinen Grund für die Linke, auch nach den Wahlniederlagen am 13. März, diese Haltung zu ändern. Wir müssen auch weiter klare Kante gegen rechts sein. Und ich glaube sogar, wir müssen als Partei eine Plattform bilden, ein Bollwerk gegen Rechts und Rassismus. Aber wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht ausreicht. Sonst hätten wir nicht am meisten Stimmen bei den Erwerbslosen verloren und bei den Arbeitern. Das sind die beiden Gruppen, wo wir direkt an die AfD verloren haben. Wenn jetzt die Umfrage siehst, heute mit Berlin, auch bei den Arbeitern zwischen 35 und 45 die AfD quasi die stärkste Partei. Und deswegen glaube ich, dass wir verstärkt die soziale Frage, die den Nährboden auch für diese rechte Position bildet, in den Mittelpunkt stellen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht gemacht hätten. Du bist aber die letzten Monate ja damit überhaupt nicht mehr durchgedrungen. Auch wenn wir zu irgendwas gefragt wurden, wurden wir ja gar nicht mehr zur sozialen Frage gefragt. Und das hat man jetzt auch schon gesehen, die letzten Tage kamen jetzt diese sozialen Fragen wieder stärker hoch mit dem Panama-Konflikt, mit diesen ganzen Steueroasen, mit der Rente. Da haben wir klare Positionen, die AfD hat ja dazu gar nichts zu sagen. Und da sind wir auch durchgedrungen und schon gehen die Meinungsumfragen wieder ein bisschen nach oben. Ich glaube, das hat einen unmittelbaren Zusammenhang. Wenn du schaffst, diese sozialen Fragen stärker in den Mittelpunkt zu stellen, kann sich auch die Linke leichter profilieren, aber nicht gegen quasi die andere Position, um das nochmal deutlich zu machen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit klaren Botschaften in diesen sozialen Fragen bis zur Bundestagswahl aufwarten müssen. Vorher. Bis. Nein, ich habe gesagt, mit Horizont-Bundestagswahl, also ab jetzt 15 Monate lang. Da kommen noch ein paar Wahlen mehr. Da kommt noch die Wahl in Berlin, da kommt die Wahl in MacPom, da kommen die Wahlen in Schleswig-Holstein und die Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben schon den Ehrgeiz, diese Wahlen nicht wieder verlieren zu wollen. Wir treten dort schon an, um die gewinnen zu wollen. Und deswegen muss natürlich für uns im Mittelpunkt der Auseinandersetzung gestellt werden, die Auseinandersetzung um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, das ist überhaupt eine Schlüsselfrage. Wir müssen den Leuten wieder den Mut geben, dass man von oben nach unten umverteilen kann und dass dieser unerhörte, skandalisierte Reichtum konzentriert in wenigen Händen kein Naturgesetz in dieser Gesellschaft ist, sondern dass man das ändern kann. Und dieses Geld brauchen wir dringend für alle anderen sozialen Zwecke, die wir auch noch auf der Pfanne haben. Wir müssen deutlich machen, dass prekäre Arbeit bekämpft wird und wir Arbeit brauchen, von der wir leben können und auch eine Rente ansparen können. Ich glaube, dieses Zeichen, das wird ja auch verängstigen, dass die Hälfte der Bevölkerung praktisch in der Rente nicht über die Armutsgrenze rauskommt, bedeutet ja auch, dass die Leute so wenig verdienen, dass sie sich gar keine vernünftige Rente ansparen können. Das ist ein Zustand, der ist in einem reichen Land für uns völlig inakzeptabel und muss eigentlich ein Elfmeter für die Linke sein. Und da müssen wir deutlich machen. Und wir brauchen natürlich soziale Garantien beim Wohnen, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Altenpflege und vielem anderen mehr. Und da müssen wir auch nochmal deutlich machen,
zu all diesen Fragen haben die Rechten nichts zu bieten. Sie sind quasi nur in der Lage, Sündenböcke bei denen zu suchen, die noch weiter unten stehen. Also quasi eine sozialdarwinistische Lösung der Probleme. Und wir werden jetzt auch natürlich sehen, wenn die Flüchtlingszahlen zurückgehen, aus Gründen, die wir übrigens nicht gutheißen, dass die Grenzen hier geschlossen werden und auf andere Länder das abgewälzt wird, ist eigentlich ein völlig unmöglicher Vorgang, ja, in dieser Gesellschaft. Aber wenn die Flüchtlingszahlen jetzt zurückgehen, werden die Leute die Erfahrung machen, dass sie trotzdem nicht mehr Rente bekommen. Sie werden die Erfahrung machen, dass die Löhne von ihnen trotzdem nicht steigen. Und sie werden die Erfahrung machen, dass auch nicht mehr bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und das müssen wir, glaube ich, aufgreifen. Und das wird dann auch deutlich, dass die Rechten eben in der Tat nichts zu bieten haben. Und die AfD tut nicht ohne Grund jetzt die sozialen Fragen aus ihrem Parteitag ausklammern, weil sie quasi nur diese sozialen Fragen benutzt für ihre rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Zwecke, aber sie gar nicht lösen will. Wir haben die Erfahrung im Wahlkampf gemacht mit der Frage Prekarisierung und Ausgrenzung, dass diejenigen, die in sozialen Brennpunkten leben, erwerbslos sind oder in prekärer Arbeit sind, nicht zu unseren Wahlveranstaltungen kommen. Egal, auch wenn die größte bundespolitische Prominenz kommt, sie kommen nicht. Sie lesen keine Zeitungen oder nur ganz selten und sie schauen auch keine politischen Sendungen. Also über diesen Weg wenig, würde ich mal sagen. Ihr widersprecht? Okay. Also gut, Sie schauen politische Sendungen, aber Sie lesen keine Zeitungen. Sie kommen nicht auf unsere Veranstaltung. Die Erfahrung ist, ich rede jetzt nicht von den politisierten Leuten bei uns, sondern wir müssen die anderen angucken. Also Leute, ich habe schon H&M-Streikversammlungen gemacht, wo kluge Leute da saßen und gefragt habe, wie viele von euch haben eine Zeitung? Und es hat sich keine einzige Hand gehoben. Das ist einfach ein Stück weit ein bisschen die Realität. Ich will damit aber auch eine andere These aufstellen. Wenn die Leute nicht zu uns kommen, aber zutiefst das Gefühl haben, dass über alles geredet wird, aber nicht über sie. Und das auch ein Grund ist, warum sie sagen, und die Linke redet auch gerade nicht über uns, dann müssen wir zu ihnen gehen und müssen sie dort ansprechen, wo sie sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen Pilotprojekte in sozialen Brennpunkten machen. Ich selber habe Erfahrung gemacht mit einer Gruppe aufsuchenden Wahlkampf. Wir sind in die Wohnungen gegangen, haben mit ihnen gesprochen über die sozialen Probleme, die sie gerade berühren, über die Mietpreiserhöhungen, über die Sanktionen bei Hartz IV, über die Situation im Viertel. Und dann wurde auch gar nicht mehr über die Flüchtlinge geredet, sondern über diese Probleme. Und wir können nachweisen, dass wir in diesen Vierteln eine höhere Zustimmung hatten bei den Wahlen. Und das haben wir aber zu spät gemacht. Wenn du quasi 4 Wochen vor der Wahl kommst, dann ist das ja auch ein bisschen durchsichtig. Ja, also man sollte schon auch kommen, wenn keine Wahlen sind oder rechtzeitig vor den Wahlen. Weil die Leute haben ohnehin das Gefühl, dass die Politik sich um sie nicht kümmert. Deswegen erodiert es ja auch manchmal so nach rechts. Und die zweite Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass die Kernbelegschaften nicht automatisch solidarisch sind mit den Prekären. Ich sage euch mal, die härteste Erfahrung im Wahlkampf war in Stuttgart, Flugblätter von einer Betriebsversammlung bei Daimler zu verteilen, wo quasi die ganzen Männer hier kamen. Da war zwischen denen und uns ein Stück weit eine Wand. Und es hatte mehrere Gründe, warum, die haben auch nicht alle rechts gewählt, aber es haben doch viele rechts gewählt, viele auch die anderen Parteien, aber da ist zutiefst das Bewusstsein da,
Uns geht es gut, wenn es Daimler gut geht und der Wirtschaft gut geht. Und es ist auch so, die haben alle 6.000 Euro Prämie ausgezahlt bekommen. Das ist so viel, wie manche Teilzeitkraft im Handel im ganzen Jahr verdient. Sie haben sowieso gute Löhne. Und wenn es Risiken gibt, soziale Risiken, werden die erstmal auf die Leiharbeiter und die Werkverträgler und die Befristeten abgeschoben oder dann auf die Zulieferer. Deswegen ist der Betrieb eher eine Schutzgemeinschaft als eine Plattform für einen Klassenkampf. Weil zum Streik werden sie auch nicht besonders oft aufgerufen. Und es geht natürlich vielen so, dass die, die in den Kernen sind, sich quasi nicht solidarisieren mit denen, die unten sind, sondern sich von denen abgrenzen. Und ich würde mal sagen, das ist die klassische rechte Lösung von diesem Thema. Daraus ergibt sich für uns als Linke, oder ich will nur noch dazu sagen, das ist natürlich auch Resultat von 25 Jahren neoliberaler Politik, wo du seit 25 Jahren wird systematisch in diesem Land Spaltung, soziale Spaltung und Ausgrenzung betroffen. Ich glaube, das läuft wie ein roter Faden durch diese kapitalistische Formation, dass immer mehr Leute in den Rand abgedrängt werden, dass es diese Spaltung gibt zwischen denen, die noch im Kern sind, tariflich gebunden, sozialversichert und denen, die es schon lange nicht mehr sind oder denen, die sogar erwerbslos sind. Diese Spaltungsmechanismen sind in hohem Maße auch von den Leuten verinnerlicht, weil die werden ja versehen mit solchen Begriffen wie jeder kämpft gegen jeden im System oder du musst eben gucken, wo du bleibst oder jeder ist seines Glückes Schmied. Das sind ja die ganzen Ideologien, die jetzt 25 Jahre da reingehauen wurden und die Erfahrungen von gemeinsamer Solidarität sind eher die Ausnahme in diesem Prozess. Wir haben auch völlig andere Erfahrungen gemacht bei anderen Gruppen, also nicht nur diese schlechten Extremen, aber ich will mal die rausgreifen, um zu sagen, was unsere Aufgabe ist und damit sind wir auch ein Stück weit wieder bei dieser Kampagne. Ich glaube, wir haben die wichtige Aufgabe mit dieser Kampagne und mit unserer Arbeit, diejenigen, die ausgegrenzt sind, aus der Resignation rauszuholen. Sie werden jetzt die Erfahrung machen, wir haben vielleicht die Erfahrung gemacht, wir haben ein paar Mal Linke gewählt und jetzt sind wir immer noch Hartz IV, immer noch im Niedriglohn, jetzt wählen wir mal Rechte. Sie werden die Erfahrung machen, dass sie danach immer noch im Niedriglohn sind und in Hartz IV. Und die schwierigere Lösung ist zu sagen, natürlich müsst ihr die Partei wählen, die auch eure Interessen vertritt und nicht die, die gegen eure Interessen handelt. Aber es reicht eben nicht aus, nur zu wählen. Man muss sich eben auch organisieren und für seine Interessen auf die Straße gehen. Und da müssen wir die Leute... Und da steckt eben eine tiefe Resignation drin, dass man doch nichts machen kann. Und die Leute aus dieser Resignation rausholen, ist eine wichtige Aufgabe, nicht nur der Linken, es muss ja auch den Gewerkschaften zu denken geben, wenn teilweise 15, 20, 25% der Gewerkschafter rechts gewählt haben. Ja, und zwar eine Partei, die eigentlich gewerkschaftsfeindlich ist. Das müsste jetzt nicht nur bei uns quasi so einen Prozess auslösen. Das Zweite ist, und das ist auch nicht ganz einfach, die Prekären alleine können es nicht ändern. Es muss quasi die Solidarität hergestellt werden zwischen denen, die drin sind, die in den Kernen sind, also in der Mitte sind oder sich selber als Mittelschiff bezeichnen und denen, die unsicher sind. Und zwar durchaus auch in ihrem eigenen Interesse, wenn um sie herum immer mehr Leiharbeit ist, immer mehr Werkvertrag, immer mehr Niedriglohn, bedroht es doch auch ihr eigenes Lohnniveau, ihre eigene soziale Sicherheit. Oder sie müssten doch wenigstens den Gedanken verinnerlichen, dass sie nicht wollen können, dass ihre Kinder oder Enkel von einer Befristung in die nächste gehen. Oder dass sie in einer Gesellschaft leben, in der solche harten sozialen Gegensätze da sind. Diese Solidarität zu organisieren, ist überhaupt die schwierigste, aber wichtigste Aufgabe. Das ist auch der große Unterschied zwischen der rechten Lösung, der Abgrenzung nach unten, und der solidarischen Lösung der Linken, gemeinsame Interessen gegen die oben, was ja immer in Deutschland schon schwieriger war. Aber wenn es einfach wäre, bräuchte man ja nicht die Linke dazu. Und die dritte Aufgabe
ist, dass wir eben deutlich machen, es geht nicht um draußen und drinnen, sondern in der Tat um oben und unten. Und deswegen ist die Bedeutung dieser Kampagne, dass wir diese Ausgrenzung, diese Stigmatisierung, diese soziale Spaltung zum Thema der politischen Auseinandersetzung machen müssen, bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus die Leute selbst ermächtigen müssen, ihre Interessen wahrzunehmen und Solidarität herzustellen zwischen Mitte und unten. Das ist ganz zentral, wenn wir verhindern wollen, dass der Nährboden für die Rechten nicht noch größer wird. Nur wenn es quasi eine gesellschaftliche Kraft gibt, die glaubwürdig eine solidarische Lösung zum Ausdruck bringt und den Leuten immer wieder vermittelt, immer wieder die Botschaft vermittelt, wir treten nicht auf den Schwächsten rum, sondern wir wehren uns gegen die da oben. Nur dann gibt es auch einen anderen Horizont, eine Alternative zu dieser rechten Lösung. Und wir sehen ja in anderen Ländern, wo das nicht gelungen ist, wo nicht eine solidarische Lösung da ist, wo keine starke Linke da ist, werden die Rechten umso stärker und können zum Teil sogar stärkste Parteien in Deutschland werden. Deswegen hat unsere Kampagne, das muss drin sein, gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, so eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. Und deswegen freut mich, dass ihr alle da sind, dass wir über den Stand der bisherigen Arbeit uns austauschen, dass aber auch diese Aktionskonferenz nochmal Ideen und einen Push bringt, um quasi nochmal die nächsten Wochen, Monate bis zum Horizont Bundestagswahl auch eine neue Dynamik in diese Kampagne nochmal reinzubringen. Dazu soll diese Konferenz gut sein und dass ihr da seid, heißt ja, ihr habt Interesse daran mitzuarbeiten und ich bin überzeugt, wir werden morgen am späten Nachmittag einige wirklich gute Ideen haben, unsere Erfahrungen ausgetauscht haben und wichtige Impulse dieser Kampagne nochmal weiteren Schwung zu geben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.